Ein Präsident im Morgengrauen, Florida, 11. September 2001. Wenige Stunden später ist sein Land im Krieg. Bis heute. Auch die Deutschen sind im Krieg, am Hindukusch, wo sie die Freiheit verteidigen sollen. Verabschiedung in einen Krieg, der lange als Stabilisierungseinsatz verharmlost wurde. Hören wir nach links! MG nachladen! Ein Anschlag, live im Fernsehen, die Globalisierung des Terrors. Letzte Bilder des Mannes, der eine Weltmacht herausforderte, gefunden in seinem Versteck in Pakistan. Osama bin Laden allein mit den Bildern seiner eigenen Vergangenheit. Er hatte schon 1998 im amerikanischen Fernsehen mit dem gedroht, was am 11. September 2001 geschah und die Welt veränderte. Wir sagen einen schwarzen Tag für die Amerikaner voraus. Die Vereinigten Staaten werden auseinanderfallen und sie werden sich aus unserem Land zurückziehen und die Leichen ihrer Söhne zurück nach Amerika bringen. So Gott will. Ein schwarzer Tag, Akt des religiösen und politischen Größenwahns mit dem Ziel, nicht nur Amerika in eine Falle zu locken. Ein Terroranschlag, der als Kriegserklärung aufgenommen wurde. Eine mörderische Provokation vor den Augen der Welt. Und dann konnte man sehen, wie Menschen aus den Fenstern sprangen, aus Angst vor dem Verbrennen und Ersticken. Also eine grauenhafte Situation. Und mir wurde schlagartig klar, was das auch politisch bedeuten würde. Das Symbol der Wirtschaftsmacht USA, jetzt ein Zeichen der Verletzbarkeit und eine Drohung an alle. Merkt euch, eure Grenzen werden auf Hindukusch nicht verteidigt. Erst durch euren Einsatz hier, gegen den Islam, wird der Angriff auf Deutschland für uns Mujahideen verlockend. Damit auch ihr etwas von dem Leid kostet, welches das unschuldige afghanische Volk Tag für Tag ertragen muss.